Grundsätzlich muss ich sagen, dass mich die Technik immer schon fasziniert hat. Und ich wollte dann später in einer Branche arbeiten können, wo das Endergebnis irgendwo angreifbar ist und wo man das auch anschauen kann am Ende des Tages. Und ich bin zuvor bereits in eine HTL gegangen mit der Spezialisierung Tiefbau. Und dann hat sich für mich nur noch die Frage gestellt, an welche technische Universität in Österreich, dass ich gehen werde. Und dann habe ich mich für Graz entschieden und habe es bis jetzt eigentlich nicht bereut. Also gerade die ersten Semester liegt der Fokus eigentlich ziemlich auf den mathematischen und mechanischen Grundkenntnissen. Und im Laufe des Studiums baut man dann immer mehr auf diesen auf. Also es spezialisiert sich dann im Laufe des Bachelors und vor allem dann im Master sehr stark. Man kann dann zum Beispiel in Richtung konstruktiver Ingenieurbau gehen, aber auch in Richtung Wirtschaftsingenieurwesen, Infrastruktur, Tunnelbau, konstruktiver Wasserbau. Also es gibt wirklich viele Möglichkeiten, wie man sein Studium dann angeht. Und den größten Unterschied zur HTL würde ich eigentlich darin sehen, dass man das ganze Basiswissen aus der HTL noch wirklich vertieft und auch den Hintergrund zu dem Ganzen besser irgendwo erklärt kriegt und besser lernen kann dann im Endeffekt und besser verstehen kann. Meine bisher liebste Lehrveranstaltung war softwarebasierte Bauwerksmodellierung, eine Wahllehrveranstaltung empfohlen für das 6. Semester. Dort wird die Anwendung des Zeichenprogramms AutoCAD Revit für das Building Information Modeling gelehrt. Aus Gebäudetechnik habe ich auch viel mitgenommen, weil ich das ebenfalls für einen für das nachhaltige Bauen sehr wichtigen Themenbereich halte. Der prägendste Moment war, als ich zum ersten Mal mit Forschenden in Kontakt gekommen bin. Dadurch habe ich herausgefunden, woran ich später arbeiten will. Die Klimakatastrophe ist das drängendste Problem, dem wir uns zurzeit gegenübersehen, und der Bausektor ist daran nicht unerheblich beteiligt. Dass ich diesen Zustand nicht weiter hochhalten will, das war mir schon immer klar. Wo ich ansetzen könnte, um daran etwas zu ändern, war mir nicht so klar. Jetzt habe ich etwas, an dem ich mich orientieren kann. Also ich muss ehrlich sagen, die TU Graz, die stellt einem zwei Tage zur Verfügung, die sogenannten Welcome Days. Und da sind eigentlich alle grundlegenden Informationen erwähnt worden und der Großteil meiner Fragen eigentlich ausgeräumt worden. Und im Laufe des Studiums ergeben sich natürlich Fragen und ich habe dann immer vorgezogen, dass ich ältere oder bereits fortgeschrittene Studenten gefragt habe. Gerade bei den Bauingenieurwissenschaften gibt es mit den Zeichensälen direkte Ansprechstationen und die habe ich dann auch genutzt. Ja, die größte Herausforderung für mich war eigentlich der Umstieg vom System Schule zum System Universität, weil in der Schule hat man eigentlich alles vorgegeben. Die Prüfungstermine, man muss immer anwesend sein, muss genau wissen, was bis zum nächsten Tag zu tun ist. Und in der Universität ist das eigentlich ganz anders. Also man darf sich alle Prüfungstermine selbst einteilen, man kann das Tempo selbst vorgeben, mit dem man das Studium durchlebt. Und das stellt einen aber auch wieder vor Herausforderungen, weil man sich einfach den Studienfortschritt nicht ganz aus den Augen verlieren darf. Und ja, das ist eigentlich die größte Herausforderung für mich im Studium. Nach dem Bachelorstudium werde ich naturgemäß ein Masterstudium anschließen, wahrscheinlich im konstruktiven Ingenieurbau. Ich werde mich auf die Thematiken der Nachhaltigkeit im Bauwesen, Bauphysik bzw. Hochbaukonstruktion, Gebäudetechnik und Statik in Stahl, Holz und Gas konzentrieren, weil ich das als die wichtigsten Themen für eine mögliche Zukunft in der Forschung einschätze.